Hi, heute zeige ich euch, wie das abgedämpfte Spiel auf der Gitarre, insbesondere auf der Akustikgitarre, funktioniert. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war das abgedämpfte Spiel für mich immer gleichgesetzt mit E-Gitarre, Rock oder Metal. Als ich mich dann im Laufe meines Gitarrenlebens weiterentwickelt habe, habe ich auch gemerkt, dass man sehr gute Klangfarben auf der Akustikgitarre erzeugen kann, indem man das abgedämpfte Spiel tatsächlich nutzt. Unterscheiden müsst ihr grundsätzlich zwischen offenem Spiel, das heißt ihr dämpft überhaupt nicht, leicht gedämpften Spiel, das heißt ihr dämpft die Saiten ganz leicht ab, und vollgedämpften Spiel. Das Vollgedämpfte ist wirklich das, was ihr so aus dem Rock- und Metal-Bereich kennt und wo wir uns heute speziell mit auseinandersetzen wollen, ist das leicht gedämpfte Spiel. Und ihr werdet merken, wenn ihr das leicht gedämpfte Spiel, wenn ihr das probiert, dass ihr, also ihr hört den Akkord immer noch sehr gut raus und ihr könnt schön rhythmische Akzente durch das abgedämpfte oder leicht gedämpfte Spiel setzen. Geeignet ist diese Lektion im Prinzip für alle Gitarristen und Gitarristinnen, sei es Anfänger, Fortgeschrittener oder was auch immer. Wenn ihr Anfänger seid, dann seid ihr wahrscheinlich erst dabei, euch mit den ersten Akkorden zu beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht schon parallel anfangen könnt, euch mit dem abgedämpften Spiel auseinanderzusetzen, weil ihr dadurch nämlich noch einiges mehr über das Anschlagen insbesondere lernt und das dann auch wunderbar üben könnt, wenn ihr beispielsweise eure offenen Akkorde lernt. Die Stunde ist jetzt so aufgebaut, dass ich gleich in eine andere Perspektive gehe und euch dann zeige, wie die abgedämpfte Technik funktioniert. Und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr das dann in der Praxis anwenden könnt. Gut, kommen wir erstmal zur Abdämpftechnik. Bei der Abdämpftechnik ist es so, dass ihr die Handkante von der Anschlagshand, in meinem Fall ist es die rechte Hand, die legt ihr hier auf den Steg auf. Das kann man ganz gut erkennen, der ist bei mir weiß. Wenn ihr, meistens ist er so bei einer Akustikgitarre, also ob ihr jetzt eine Konzertgitarre oder eine Westerngitarre habt, ist dann völlig egal. Und da legt ihr erstmal die Handkante so drauf und dann klappt ihr die Hand einfach runter und dann könnt ihr schon merken, dass der Sound halt nicht mehr offen klingt. Nochmal zum Vergleich, wenn ich offen spiele, ist das dieser Sound und gedämpft oder leicht gedämpft. Da hört ihr halt immer noch den Akkord mit rausklingen, aber ihr merkt, er ist so ein bisschen dumpfer insgesamt, als wenn ihr offen spielt. Vollgedämpft wäre dann, wenn ihr noch weiter hier rüber geht. Da habt ihr wirklich fast nur noch einen ganz tiefen Anteil von den Tönen, die er tatsächlich spielt, oder von den Frequenzen, und ihr merkt, das ist noch deutlich dumpfer, als wenn ich leicht gedämpft spiele. Ein paar Sachen, die ihr beachten solltet, wenn ihr dieses abgedämpfte Spiel probiert. Ihr legt ja die Handkante legt ja auf dem Steg rauf, und ihr solltet wirklich darauf achten, dass wenn ihr die Handkante da drauf legt, dass ihr die wirklich nur drauf legt und euch nicht zu sehr abstürzt. Also zu viel wäre schon, wenn ihr jetzt meinetwegen die Gitarre so in der Position habt und die wirklich gut auf eurem Oberschenkel liegt, und wenn ihr euch dann hier drauf stützt und dann merkt, die Gitarre geht so weg, schon zu viel, weil das, was dann nämlich passiert, wenn die Gitarre weggeht, ihr habt euch ja die Gitarre in diese Position gelegt. So, wenn ich jetzt zu sehr drücke, dann fängt die linke Hand wieder an zu ziehen, weil die linke Hand möchte die Gitarre wieder gerne in der gleichen Position haben. Und dann habt ihr schon wirklich so ein Zusammenspiel zwischen hier drücken und hier ziehen, was beim Gitarrespielen wirklich auf Dauer wirklich fatal sein kann, weil ihr erstmal mit viel zu hoher Spannung spielt, und was auch häufig passiert bei diesem zu starken Aufstützen, dass man irgendwann, wenn man jetzt meinetwegen anschlägt, so mit so einem abgeknickten Handgelenk irgendwann spielt, weil dieser Punkt, den ich hier habe, ist wie so ein Hebel im Prinzip. Und das Gleiche solltet ihr auch beim Abdämpfen bedenken, wenn ihr euch hier drauflegt, dass es wirklich nur leicht drauflegt und das reicht. Das reicht fürs Dämpfen aus. Also ich lege jetzt wirklich nur die Hand wirklich ganz leicht drauf. Mehr ist das nicht. Also es ist wirklich nur leicht drauflegen und immer kontrollieren, dass wenn ihr es drauflegt, dass ihr
die Gitarre nicht aus der Position hole. Das passiert bei ganz vielen und mir ist das auch eine ganze Zeit passiert, bis ich irgendwann wirklich im Prinzip überhaupt nicht mehr spielen konnte durch falsche Haltung. Das kam jetzt nicht alleine davon. Es war einfach eine Akkumulation von verschiedenen Haltungsproblemen, die ich hatte. Und das dann wirklich rauszubügeln, das ist harte Arbeit. Also versucht euch wirklich beim Spielen daran zu gewöhnen, dass ihr wirklich ganz locker spielt. Also ihr müsst wirklich das Gefühl haben, das geht ganz leicht. Und dann immer wieder gucken beim Üben, dass ihr mal offen spielt. Dann ins Gedämpfte geht. Dann wieder offen. Dann wieder gedämpft. Wieder offen. Und dass ihr immer wieder probiert, wie ihr von diesem offenen zum gedämpften Spiel kommt. Das ist erstmal das Erste, was ihr üben solltet. Wenn ihr gedämpft spielt, ist natürlich klar, dass ihr mit der rechten Hand nicht mehr über alle Seiten kommt. Also ihr müsst wirklich aus dem Handgelenk anschlagen. Das heißt nicht, dass dieser ganze Bereich fixiert werden sollte. Der soll natürlich locker sein, aber der Anschlag kommt halt aus dem Handgelenk. Und ihr habt einfach nicht mehr die Möglichkeit, tatsächlich über alle sechs Seiten rüber zu gehen, weil da müsstet ihr mit dem Handgelenk so in diese Extrembereiche gehen. Und das ist auf Dauer nicht so gut. Von daher müsst ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen D-Dur-Akkord spielt, da seid ihr eher so im unteren Bereich von den Saiten, damit ihr alle Saiten noch erwischt. Wenn ihr zum G geht, meinetwegen, oder zum E oder wo auch immer und die tiefe E-Saite spielen wollt, dann müsst ihr natürlich einen Saitenwechsel machen. Ihr rutscht dann auch wirklich hin und her. Wenn ich jetzt beispielsweise einen G-Dur-Akkord spiele und mal die tiefen und mal die hohen Saiten anschlagen will, dann ist hier ständig Bewegung drin. Also von weil ihr sonst halt immer in die Extrembereiche kommt. Also ihr müsst halt wirklich dran gewöhnen beim Gitarrespielen, wenn ihr auch mit der rechten Hand, dass ihr da tatsächlich auch wirklich Seitenwechsel richtig macht. Das heißt, wenn ihr einen Seitenwechsel macht, weil ihr nicht mehr sonst vernünftig an die Seiten kommt, müsst ihr einfach die Hand über die Schulter und den Arm wirklich zu den anderen Seiten führen. Und dann wirklich immer gucken, dass ihr verschiedene Akkorde übt. Also ihr könnt ein G nehmen. Und dann könnt ihr mal die Basstöne wechseln oder wechselt einfach einen anderen Akkord, mal den G und C. Und dann können wir wirklich anfangen, mit dieser Technik ein bisschen zu spielen. Und immer mal gucken, dass ihr so abgedämpft und offen tatsächlich auch wechselt, dass ihr so ein Gefühl für das Abgedämpfte bekommt. Das fällt vielen erstmal schwer. Also ich merke das bei einigen Schülern, dass die sich unwahrscheinlich schwer tun, erstmal mit der abgedämpften Technik. Also viele drücken erstmal zu doll und bis man diesen Punkt wirklich erreicht hat, wo man die Saiten leicht dämpft, da müsst ihr erstmal wirklich ein bisschen probieren, bis ihr diesen Punkt tatsächlich auch gefunden habt. Und probiert immer aus, die Hand wirklich, so wie ich euch das gesagt habe, hier aufzusetzen, dann runter zu klappen. Und habt ihr eigentlich schon einen guten Punkt tatsächlich, um wirklich dieses halboffene oder leicht gedämpfte Spiel tatsächlich zu spielen. Und die Bewegung aus dem Handgelenk ausführen und das solltet ihr eh beim Gitarre spielen. Klar, wenn man jetzt über alle sechs Seiten schlägt, dann kommt es auch aus dem Unterarm. Aber wenn ihr jetzt Single Notes spielt oder solche Sachen halt, dann kommt das aus dem Handgelenk. Ansonsten solltet ihr auch ein bisschen nach dem Gehör gehen und einfach gucken, wie klingt das jetzt, wenn ich offen spiele. Wenn ich nicht offen spiele, dass ihr wirklich einfach, oder wenn ich leicht gedämpft spiele, dass ihr einfach diese Klangfarben auch im Ohr habt. Und dann könnt ihr euch auch wirklich entscheiden, wenn ihr eine bestimmte Sache, Akkordfolge spielt, ob ihr es eher abgedämpft oder nicht abgedämpft spielen wollt. Und ihr hört es natürlich auch in Liedern raus. Ein gutes Beispiel für das abgedämpfte Spiel ist zum Beispiel, wenn ihr euch das Intro von Summer of 69 von Brian Adams anhört. Da fängt er nämlich an, gedämpft, so leicht gedämpft zu spielen und öffnet er es sogar noch im Laufe der Zeit. Da hört ihr dann, dass er dann ganz offen spielt. Und ihr könnt auch viel rhythmischer spielen. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Passage spiele, wo ich mal abgedämpft spiele und nicht abgedämpft, also probiert da ruhig rum, ist eine coole Technik, die man auf jeden Fall in seinem Vokabular haben sollte. Jetzt gibt es zum Abschluss noch ein paar Tipps, wie ihr das dann auch in der Praxis anwenden könnt. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr mit dem abgedämpften Spiel tatsächlich eine weitere Klangfarbe
in euer Gitarrenspiel mit aufnehmen, sei es auf der Akustikgitarre, so wie in dem Video, oder wenn ihr das auf der E-Gitarre anwenden wollt, dann läuft das oder funktioniert das Gleiche natürlich analog. Zum Üben ist immer wichtig, wenn ihr eine neue Technik übt, dass ihr erstmal die Technik wirklich versteht, wie die Technik funktioniert. Das heißt, ihr übt die Technik erstmal isoliert und dann solltet ihr anfangen, mit der Technik auch Musik zu machen. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr nämlich, müsst ihr das immer vorstellen wie mit Vokabeln. Wenn ich jetzt Vokabeln lerne, die ich anwende, habe ich die ziemlich schnell wieder vergessen. Wenn ich aber Vokabeln lerne und die auch anwende, dann finden die immer mehr ihren Weg in den eigenen Wortschatz und man muss ja überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, wann man bestimmte Vokabeln benutzt. Und so ist das auch mit Techniken oder Konzepten auf dem Musikinstrument. Ihr müsst es halt erstmal einüben und dann werdet ihr dann merken, umso öfter ihr das benutzt, umso besser könnt ihr das anwenden, ohne auch wirklich noch über diese eigentliche Technik drüber nachzudenken. Ihr solltet natürlich auch das nochmal als Hinweis, wenn ihr neue Techniken übt, in dem Fall auch das abgedämpfte Spiel, solltet ihr auch Nutzen dafür sehen für euch. Weil wenn ihr merkt, mir gefällt dieser Klang, den ich durch das Abdämpfen erzeuge, überhaupt nicht, dann macht das auch nicht viel Sinn, euch mit der Technik zu beschäftigen, weil dann benutzt ihr sie oder wendet ihr die Technik wahrscheinlich auch nicht an, weil euch diese Technik nicht gefällt. Und dann vergesst ihr das halt wieder. Wobei das abgedämpfte Spiel, da muss man schon dazu sagen, das ist einfach eine Technik, die jeder Gitarrist im Repertoire haben sollte, weil die einfach ziemlich häufig tatsächlich gebraucht wird. Zum Üben, wenn ihr Anfänger seid und keine Akkordfolge zum Üben habt, die ihr üben könnt, dann könnt ihr euch bei mir auf der Homepage, ich habe mal einen 30-tägigen Einführungskurs für Anfänger gemacht, den verlinke ich euch hier oben nochmal, da könnt ihr euch speziell Akkordfolgen, die ich da durchgegangen bin, könnt ihr euch angucken und auch runterladen bei mir auf der Homepage. Für den Fall, dass ihr keine Ideen habt, was ihr spielt. Ansonsten nehmt ihr euch bekannte Akkordfolgen und spielt die mal abgedämpft. Oder ihr nehmt einfach Songs, die ihr schon gespielt habt und spielt die mal abgedämpft, mal offen oder mal eine Kombination aus beiden. Gut, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Mein Name ist Markus Ohlen und ihr seid auf dem Kanal der Gitarrenmeister Online-Schule.